Okay, hi David hier mit dem Thema, wie man den Hintergrund vom Steam Deck ändern kann. Also standardmäßig ist ja das hier ausgewählt, ne? Also dass man dieses Steam-Logo sieht und dass das Ganze halt ja so einen dunkelblauen Look hat. Man kann das aber auch verändern. Also wenn ihr gerne einen anderen Hintergrund haben möchtet, müsst ihr eigentlich bloß das machen. Also wir klicken hier unten auf System Settings, also auf das Schwarze mit diesen ja, Schiebereglern und jetzt sind wir in System Settings drin. Ja, und dann sieht man eigentlich hier schon Change Wallpaper, also wechselt den Hintergrund, das klicken wir an, also Change Wallpaper und jetzt öffnet sich hier ein Bereich. Ja, also man kann das glaube ich sehen, es gibt ganz viele verschiedene Wallpaper. Wir können ja hier mal ein bisschen runtergehen. Das Coole ist, auf dem Steam Deck haben wir Touchscreen. Das finde ich sehr cool, dass das beim Steam Deck verbaut wurde mit. Ja, also wir können ja mal ein paar ausprobieren. Das sind eigentlich so die Hintergründe, die standardmäßig auf dem Steam Deck installiert sind. Sagen wir mal, wir nehmen einfach mal, was sieht denn gut aus? Sagen wir mal das Weiße hier. Und dann klicken wir auf Apply, also, ne, dass er das übernimmt. Okay, ne, und speichert. Und dann okay und klicken das Ganze weg. Warte mal. Kommen wir hier oben aufs Kreuz. Genau. Guck, und jetzt hat er schon den Hintergrund geändert. Also es ist natürlich, es kommt natürlich auf euch drauf an, warte mal, was ihr für einen Hintergrund haben möchtet. Ich persönlich finde den jetzt von Steam auch nicht so schick. Es gibt schickere, alleine der hier gefällt mir schon besser. Wir können nochmal kurz auf Change Wallpaper gehen. Und ja, was gibt es denn noch? Wir können uns hier mal so ein Himmeldings angucken. Sieht so ein bisschen aus wie Windows XP oder so. Hier, guck. Fehlt bloß die grüne Wiese. Sieht auch cool aus mit diesen Wolkendings hinten. Was gibt es denn noch für welche? Change Wallpaper. Also ich mag das ja eigentlich so, auch so auf Smartphones und sowas, einfach mal so standardmäßig die ganzen Wallpapers anzuklicken. Also, ne, einfach mal diese ganzen Designs und sowas zu sehen. Das sieht doch hier auch ganz schick aus. Herbst irgendwie. Kann auch noch mal gucken. Guck mal, das sieht auch schick aus. Hier mit so einem kleinen Mädchen. Sieht so aus, als ob die da irgendwie Seifenblasen oder sowas schießt. Und hier wird irgendwie so ein. Hier steht irgendwie ein Baum oder sowas. Auch cool aus. Ne? Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass das hier gerne von Mädchen oder sowas genutzt wird, dieser Hintergrund. Change Wallpaper. Können wir nochmal aufklicken. Warte mal, wenn wir hier runtergehen. Was gibt es noch? Was ist das hier? Irgendwie was mit einer Figur, glaube ich. Guck mal, hier irgendwie so ein Drache. Ja, das sieht eher so ein bisschen aus wie so ein Kind. Also für so ein Kind, dieses Design ist auch nicht schlecht. Ja, also wie man sieht, es gibt ganz viele verschiedene und auch, sind auch coole Hintergründe mit bei. Was gibt es noch? Das sieht auch schick aus hier. Safe Landing. Kurz mal gucken. Guck, das sieht doch auch cool aus hier. Mit dieser Rakete. Da kommen irgendwie so Aliens raus und erkunden gerade den Planeten. Warte mal, können wir hier nochmal kurz auf Option gehen? Ja, Change Wallpaper. Dann, warte mal, Shell sieht vielleicht auch ganz gut aus. Das sieht auch schick aus hier, ne? Mit diesem Blau und mit diesem Muster. Ganz einfach gehalten. Ich mag eigentlich auch solche, sag ich mal, Wallpapers, die einfach gehalten sind, die jetzt nicht so brutal überladen sind mit irgendwie, ja, so Content, ne? Hier Ice Cold sieht vielleicht auch ganz gut aus. Jemand, der vielleicht gerne Winter mag. Guck mal, dann hast du hier so eine Eisfläche. Junge, die haben hier echt schicke Designs drauf gemacht, so von Steam, ne? Ich finde, sieht alles sehr schick aus. Guck mal, und standardmäßig sind halt auch viele Designs hier vorgegeben, ne? Bei The Water, zeig mal her. Guck mal, hier haben wir so einen Steg. Auch cool aus. Ja, guck hier, so ein Steg und dann ist da hinten irgendwie ein Fluss. Junge, die sehen alle sehr schick aus. Was ist denn los? Gibt es hier irgendwie, sieht aus wie Tabletten oder was ist das hier? Keine Ahnung, was das sein soll. Sieht aus wie irgendwie Tabletten so. Sind aber wahrscheinlich keine Tabletten. Change Wallpaper nochmal. Was gibt es noch hier?
Strand sieht doch, glaube ich, auch ganz schick aus. Guck, haben wir so einen Strand. Hier ist so Sand. Hier ist Wasser. Auch cool. Was gibt es noch? Boah, Wald sieht doch auch schick aus. Guck mal, jemand, der halt gerne irgendwie so einen Wald mag. Auch cool. Ja, so kann man Hintergrund auf dem Steam Deck ändern. Ich denke, ja, der Fantasie sind da keine Grenzen gesetzt. Und jeder hat ja auch irgendwie einen anderen Geschmack. Ja, gibt bestimmt welche, die finden den Wald richtig schick. Oder den Strand. Oder das Eis. Es kommt halt ganz drauf an. Okay, ich hoffe, das Video konnte einigen weiterhelfen. Danke fürs Zuschauen. Mein Name ist David und ja, ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei.